Alter, das ist nicht dein Ernst. Das nennt man einparken, Leute. Alter, das ist nicht dein Ernst. Das muss ich mir von außen angucken, warte. Klein gegen groß. Kann der Suzuki Jimny für 18.000 Euro die Mercedes G-Klasse für 110.000 Euro schlagen? Einsteiger gegen Luxusklasse. Das große Offroad-Duell. Am Steilhang, im Wasser und auf einer extremen Rampe. Jeder, liebe Freunde, absolut jeder, den ich kenne, liebt die Mercedes-Benz G-Klasse. Jeder will so ein Ding haben. Das Problem ist nur, dass die G-Klasse relativ teuer ist. Aber G-Klasse kann man auch günstiger fahren, nämlich mit dem Baby G. Ganz genau, Suzuki Jimny, Leute. Das sehe ich ganz anders. 40 Jahre Geschichte, Luxus pur, nichts, aber auch gar nichts kommt an diese G-Klasse ran. Doch, gar nichts. Der hier, Suzuki Jimny. Komm, lass das testen. Wir fahren. Okay. Matthias tritt mit dem knallgelben Zwerg an. Die Daten im Überblick. Der Jimny hat 102 PS und ist nicht gerade schnell. Bei 145 km/h ist schon Schluss. Unschlagbar hingegen der Preis. Den Suzuki gibt es nagelneu ab 18.000 Euro. Es macht so Spaß, mit diesem Auto zu fahren, weil dieser Jimny macht alles mit. Dem kannst du durch dick und dünn gehen, der wird dich, glaube ich, nicht im Stich lassen. Dieses Auto ist schon jetzt Kult. Wer heute einen nagelneuen Jimny bestellt, muss ein Jahr warten, bis er ausgeliefert wird. Wenn du einer der Glücklichen bist, die so ein Auto bekommen, dann kannst du den heute bekommen und morgen ins Internet stellen. Und du kannst ihn für 8.000 Euro circa mehr verkaufen, über Neupreis. Das hat es noch nie gegeben. Noch nie wurde ein Suzuki über Neupreis verkauft. Noch nie. Das ist unglaublich. Daran sieht man, wie beliebt dieses Auto ist. Und das nicht ohne Grund. Ob das für den absoluten Platzhirschen der Geländewagen reicht? Luxusautohändler Hamid setzt auf die Mercedes G-Klasse mit 422 PS. Topspeed 210 km/h. In der Basisversion kostet der G500 rund 110.000 Euro. So viel wie 6 Suzukis. Ich fahre seit 12 Jahren durchgehend G-Klasse. Für mich bleibt die G-Klasse die absolute Nummer 1. Wir haben gerade aktuell 1,5 Jahre Lieferzeit. Die Autos werden 25.000 Euro über Listenpreis gehandelt, weil die ganze Welt dieses Auto haben möchte. Es ist unfassbar, was dieses Auto an Resonanz mit sich bringt. Groß gegen klein. Das Offroad-Duell. David gegen Goliath, ne? Wisst ihr ja alle, wie das ausgegangen ist. Genauso wird es heute auch ausgehen. Matthias Testwagen kostet inklusive Sonderausstattung 20.000 Euro. Jetzt stell sich einer mal vor, ja? Ein Suzuki Jimny für 20.000 Euro, ja, schlägt im Gelände, für Gelände, ja, ja? Ja, schlägt ein Suzuki Jimny den G. Was wäre das für ein Fest? Das wird A nicht vorkommen. B, B, wenn überhaupt, kann er mithalten. Aber gewinnen wird er definitiv nicht. Der Offroad-Park am Nürburgring. Welcher Geländewagen kann hier ein anderes Auto aus einem tiefen Schlammloch ziehen? Ich würde mal sagen, das kleine Zebra hat sich festgefahren. Definitiv. Und wir ziehen es raus. Ich würde mal sagen, ich habe es wesentlich einfacher. Die G-Klasse schafft 70 cm Wassertiefe. So, willst du jetzt gucken? Ja, dann zieh raus. Ciao. Ja, viel Erfolg. Danke dir. Der Test zeigt, wie gut arbeitet der Allradantrieb. Der Mercedes verteilt die Kraft je nach Bedarf an die einzelnen Räder. Also ich merke gar nichts, ich spüre gar nichts, dass irgendwas hinten dran hängt. Es hängt ein Jimny hinten dran. Also ich meine, es ist auch ein Geländefahrzeug. Und ich fahre ganz easy hier raus. Ganz easy. Überhaupt kein Thema. Ja, das war ohne Probleme, glaube ich. So kann man das zusammenfassen. Kann's der Japaner genauso gut? Der Jimny hat ebenfalls Allradantrieb. Zur Wattiefe macht Suzuki keine Angaben. Ich spüre unter meinen Füßen das Wasser gegen den Boden gluckern. Kann ich die Tür noch aufmachen? Ja, ne? Ohne dass Wasser reinläuft? Dann kann ich meine Gummistiefel noch mal testen. Ja, genau, genau.
So, also, dann fahre ich raus, ja? Viel Spaß, ich bin mal gespannt. Oh oh, der Jimny tut sich erst schwer. Aber dann befreit auch er das Zebra mit Leichtigkeit. Ich bin einfach im ersten Gang da durchgefahren. Allradantrieb, Untersetzung, fertig. Überhaupt kein Thema. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass er viel mehr schreit. Ich hätte auch gedacht, dass der Probleme hat. Definitiv. Zwei Geländewagen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Und doch gibt es Gemeinsamkeiten. Der Dachverlauf des Suzuki ähnelt dem der G-Klasse. Und auch die breit ausgestellten Kotflügel sind nahe am Design des Mercedes. Weshalb der neue Jimny oft als Baby G bezeichnet wird. Ich habe einen Nachbarn, der könnte sich locker eine G-Klasse leisten. Ja. Aber weißt du, was er gemacht hat? Er hat Geschmack und hat sich was gekauft? Er hat sich einen Jimny gekauft. Ernsthaft? Und hat vorne Suzuki-Label weggemacht und hat sich einen Mercedes-Stern draufgekriegt. Sag mal bitte ein Foto. Hast du das dabei? Ja, hier. Das sieht aber gut aus. Sieht geil aus, ne? Der nächste Test. Welches Auto kann besser klettern? Für das Anfahren an extremen Steigungen haben beide Autos eine Geländeuntersetzung verbaut, auch Low Range genannt. Sie erhöht die Drehmomente an den Rädern. Das hier ist der steilste Berg, den es hier im Nürburgring gibt. Und ich sag mal so, wenn man so davor steht, dann kann man sich schon mal ein Züsschen machen. Definitiv, gerade wenn du sitzt, ne, dann, wenn du nur noch Himmel siehst. Ja, weil das ist einfach, das ist, wenn du davor stehst, das ist wie eine Wand. So, 54% Steigung. Um mal zu sehen, wie steil das wirklich ist, ne? Dann das hier ist erst die Rampe. Da wird's noch mal steiler. So, Hamid! Hast du was zum Runterwerfen? Der Extremtest für die Geländewagen. Schön, dass es auch regnet. Das macht das Ganze noch ein bisschen sportlicher. Der Hang ist dreimal steiler als Straßen im normalen Verkehr. Geht einem Fahrzeug in der Mitte die Puste aus oder rutscht es sogar ab? Hamid verzichtet auf spezielle Offroad-Fahrhilfen, von denen der Benz einige an Bord hat. Und ich fahre jetzt auch nur mit Low Range hoch. Gib nicht so an. Bis gleich. Ja. Drück mir die Daumen. Nein. Also ich habe gar keinen Stress. Ich sehe nur noch den Himmel. Fährt ja ganz allein, vollautomatisch. Von A nach B. Alter Schwede, wie das Wasser da hinten runterrollt. 55% zeigt unser Bordcomputer uns das Ganze an. Und ich bin oben. Alter, das ist eine Demonstration von Macht. Das sollen wir mal jetzt Matthias nachmachen. Also das ist schon krass, ne? Weil der Typ vom Nürburgring hat gesagt, da mit dem Jimny hoch, uiuiui, also ich würde es nicht versuchen, hat er gesagt. Wirklich, Fakt. Jetzt ist der Jimny an der Reihe. Er hat wie die G-Klasse eine Geländeuntersetzung. Sie muss von Hand zugeschaltet werden. Beim Mercedes funktioniert es per Knopfdruck. Alter Schwede, ist das krass. Und weg ist er. Alter, das Ding ist so genial. Wir reden hier über ein Auto, was 20.000 Euro neu kostet. Der macht das schon top. Aber ich glaube, das war jetzt die absolute Grenze. Ich glaube, wir könnten sogar rückwärts hochfahren. Der ist verrückt. Der Jimny muss 1,2 Tonnen weniger den Berg hochschleppen als die teure G-Klasse. Das Ding ist sensationell. Ich glaube, dass es ultra viel das Gewicht ist. Ja. Halt weniger als die Hälfte. Definitiv, ja. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst kein G. Du brauchst ihn nicht. Das ist alles nur Luxus. Unentschieden nach zwei Disziplinen. Gleich geht's zum großen Finale. Welches Auto kann eine extrem steile Rampe hochfahren? Dabei ist Vorsicht geboten, sonst könnten Jimny oder die sündhaft teure G-Klasse beschädigt werden. Vor dem letzten Test vergleichen Matthias und Hamid die Innenausstattung der beiden Autos. Zuerst zeigt Matthias, was der Jimny alles zu bieten hat. Was sagst du? 20.000 Euro, ne? Da musst du dich schon festhalten. Also ein Griff ist manchmal Gold. Der hat er hier auch wieder G. Ja, genau. Nur nicht eine Leder. Und der kleine Jimny bietet noch viel mehr. Also, pass auf. Ich habe Navi, dann habe ich Sprachbedienung. Bitte sagen Sie ein Kommando. Navigation. Navigation.
Bitte wählen Sie ein Ziel über die Zeilennummer aus. 1. Zielführung zum gewählten Ziel wird aktiviert. Mega, das ist gut. Das geht. Automatische Fahrlichtschaltung, LED-Scheinwerfer. Oh, cool. Hat er. Das ist gut, ja. Hier Telefonbedienung am Lenkrad. Okay. Ja. Tempomat hat er. Verkehrszeichenerkennung hat er. Okay. Spurverlassenswarnung, also er hat nicht Spurhalte, aber ja. Er hat Spurverlassenswarnung. Okay. Dann fängt er hier so an zu vibrieren. Das ist ja schon alles Standard. Das ist ja vorgegeben bei Neufahrzeugen. Aber er hat es. Er hat es. Was sagt uns das? Ja, 20.000 Euro reichen für ein gutes Auto. Definitiv. Und dass die Technik so billig geworden ist. Der hat alles, was du brauchst. Der hat alles, ja. Und das ist ja grundsätzlich die Frage, brauchst du so ein G oder reicht auch der Mini-G? Baby G. Die Ausstattungsliste lässt kaum Wünsche offen. Und bremsen tut er auch? Der hat hier so eine Auffahrwarnung. Wirklich. Der hat alles. Suzuki Jimny gegen Mercedes G-Klasse. Wo spürt man den saftigen Preisunterschied? Immerhin ist der Stuttgarter Geländewagen über 90.000 Euro teurer. Und das ist natürlich die Frage, ob er das auch wert ist. Das Design der G-Klasse ist seit 40 Jahren fast unverändert. Beim Thema Komfort hat sich allerdings so einiges getan. Jetzt zeige ich dir, was Luxus bedeutet. Ich habe hier ein Paket drin, da ist Spurhalteassistent drin, Verkehrszeichen erkennen. Kostet 1.350 Euro. Ist beim Jimny Serie. Hier siehst du auch einen Griff, wo du dich festhalten kannst. Den Griff habe ich auch, aber ich habe den nicht mit Holz. Und ich habe den Leder. Auch nicht mit Leder. Ich habe den einfach nur als Plastik, genau. Aber ich kann mich genauso gut festhalten. Genau. Also das Navi kostet nicht extra, aber das Widescreen kostet extra, dass du alles in eine Fläche hast und keine zwei verschiedene Displays hast. Dieser durchgehende Bildschirm ist im Grundpreis von 110.000 Euro nicht enthalten. Er kostet 850 Euro extra. Die gesamte Sonderausstattung kostet so viel wie zwei komplette Jimnys. Allein für das sogenannte Exclusive Interieur Plus Paket werden satte 8.800 Euro fällig. Da ist drin deine Massagesitze, die du ja gerade genießt. Mhm. Deine vollelektrischen Sitze. Memory-Paket, ja. Sitzheizung. Sitzheizung. Kostet extra bei dir? Das ist alles mit in meinem PA9 für 8.800 Euro drin. Sitzheizung hat meiner Serie. Ja, das ist die Hälfte von meinem Auto. Ja, das habe ich alleine an meinem Sitz. Warnwesten für Fahrer und Passagier kosten 25 Euro extra. Ja. Die sind bei mir inklusive. Mercedes-Benz steht aber drauf. Ja, ist schön. Das Auto kostet jetzt, so wie es hier ist, ca. 140.000 Euro. 140.000? Meiner kostet 20.000 und der hat alle Serie. Der Mercedes-Testwagen hat Extras im Wert von 34.000 Euro verbaut. Bei Luxus und Komfort ist der Suzuki klar unterlegen. Doch kann er den Platzhirsch im Gelände schlagen? Zurück zum Test. Das große Finale steht an. Es geht um den Böschungswinkel. Das ist die maximale Steigung, die aus einer Ebene angefahren werden kann, ohne dass der Wagen aufsetzt. Also pass auf. Was wir jetzt versuchen, ist, wir fahren hier rückwärts hoch. Hier? Ja. Du legst vor. Immer, ne? Ja, immer. Mach. Ja. Immer. Ja. Und ich gucke, dass dein Smaragdgrün auch nicht verkratzt, ne? Langsam, 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 langsam! Okay, jetzt bist du am Matschstrand quasi. Stopp, 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 stopp! Okay. Du kommst da nicht hoch, Hamid. Du schaffst es einfach nicht, Hamid. Das ist zu steil für dich. Mach mal Platz jetzt. Und du meinst, du schaffst das? Matthias. Ich komme. Ja, du hast auch keine Anhängerkupplung. Du bist auch nicht mit der Anhängerkupplung hängen geblieben, sondern mit dem Lack. Warte. Hinten ist okay. Und vorne? Vorne leider auch. Alter, das ist nicht dein Ernst. Das nennt man einparken, Leute. Alter, das ist nicht dein Ernst. Das muss ich mir von außen angucken, warte. So.
Und jetzt sag mir mal, was der nicht kann. Ich bin sprachlos. Geländetauglich ist er. Ja. Ist er. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Er hat alles und noch mehr gemacht als der G, weil Böschungswinkel kann der besser als der G. Ja. Sie haben uns am Anfang gefragt, ja, ne, kann der Jimny mit so einem großen Koffer mithalten? Kann er. Kann er. Also auf jeden Fall mal im Gelände. Ja. Was Luxus anbetrifft, Autobahn und so weiter, muss ich dir leider auch recht geben. Das Auto ist 7-mal teurer. B, kommt noch hinzu, dass wir hier Offroad-technisch alles haben. Es ist stylisch, es passt voll rein, es ist der kleine Bruder. Aber das Schöne an der G-Klasse ist, wenn du dir das leisten kannst, dann hast du alles in einem Paket. Matthias, ganz ehrlich, guck dir jetzt mal die Kiste an. Wenn du jetzt irgendwo so parkst, dann kriegst du auf Schlag 8 Punkte gibt es einen Führerschein für ein Jahr weg. Und da muss man ein PU machen. Wie das aussieht. Das guck mal von hier, aus. Wie das von hier aussieht. So, welchen nimmst du jetzt? Ich würde mir sofort einen Jimny holen. Ja. Sofort. Dann nimmst du den Jimny. Herzlichen, okay, Glückwunsch. Und du nimmst die G-Klasse. Und ich nehme den G. Ciao. Ciao.